Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und heute geht's mal um das ernste Thema sexuelle Belästigung im Internet. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und einen tollen Freitag. Ich hoffe, du bist gut ins Wochenende reingestartet und ich starte jetzt hier ein bisschen in eine Labern- und Leveln-Folge. Ihr habt mir ganz, ganz viele tolle Themenvorschläge geschickt für die Labern- und Leveln-Videos und ich danke euch sehr, ihr könnt mir immerhin weiter unter die Videos eure Themenvorschläge senden. Heute habe ich mir aber ein Thema rausgesucht, weil das aktuell bei uns auf dem Discord-Server vorgekommen ist. Wer nicht weiß, was Discord ist, das ist ein Sprachprogramm, wo man mit anderen sozusagen telefonieren kann, so ähnlich wie Skype, aber man kann da auch chatten mit anderen und da gibt es einen Discord-Server, der ist hier von unserer Community, also wenn du Lust hast, kannst du da gerne vorbeigucken. Der Link dazu ist unten in der Infobox. Da kannst du dann andere Träumer kennenlernen, dich mit ihnen zum Spielen verabreden, zusammen leveln und so weiter und so fort. Ja, und da kam ein User vor kurzem drauf, der heißt Toms Gaming Kanal und mehr, glaube ich, hieß der. Und da habe ich mir auch nichts bei gedacht, weil wir haben ganz, ganz viele Leute und ich kann mir ja nicht alle Namen merken. Deswegen, ja, der war halt da auf dem Kanal. Und dann haben mich mehrere Leute angeschrieben, die einige haben mir auch Screenshots geschickt, was dieser Tom Gamings Kanal und mehr den Leuten privat geschickt hat. Und da stand dann sowas drin wie, zeig mir doch mal deine Brüste und sende mir doch mal Nacktbilder und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, da möchte ich jetzt einfach gerne ein Video zu machen. Also erstmal, wir haben bei uns auf dem Discord-Server ein paar Sachen umgestellt, sodass man nicht mehr großartig in die Chaträume schreiben kann, wenn man noch nicht bekannt ist, würde ich sagen, nein, aber wenn man keine Rolle hat und so weiter und so fort. Wir achten sehr darauf, dass sowas bei uns auf dem Discord-Server nicht passiert. Jetzt kann es natürlich aber sein, dass solche Leute dich auch privat irgendwo anschreiben. Und das muss ja nicht mal bei Discord sein. Das kann ja auch über WhatsApp sein, über Facebook, über Instagram. Also was ich schon für Nachrichten auf Instagram gekriegt habe, ne? Ja, also, und was mache ich denn dann, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Ich möchte ganz, ganz wichtig ist mir, wenn dir sowas auf Discord passiert und du bist bei uns auf dem Discord-Server und derjenige ist vielleicht auch bei uns auf dem Discord-Server, sag bitte unbedingt Bescheid, unbedingt. Da kannst du dich an jeden wenden, der Moderator ist bei uns auf dem Discord-Server, die sind gekennzeichnet als Helferlein, sehen so helltürkis aus, ist der Name geschrieben. Schreib die Leute privat an, sag denen, was passiert ist. Schick am besten Screenshots mit, das ist ganz wichtig. Und dann kümmern wir uns darum. Aber wir können natürlich nicht in deine privaten Nachrichten reingucken und wir können auch nicht jemanden für dich blockieren. Das müsstest du selber machen. Das heißt, wenn dich so jemand anschreibt, erster Schritt, Screenshot machen. Zweiter Schritt, blockieren. Blockieren bedeutet, du kannst bei Discord auf diese drei kleinen Pünktchen an der Seite vom Namen gehen und kannst da User blockieren machen. Und dann kannst du auch aussuchen, welche Nachrichten du noch angezeigt haben willst, glaube ich. Auf alle Fälle kannst du ihn dort blockieren und dann kannst du nicht mehr lesen, was er dir geschrieben hat. Und er kann auch nicht mehr lesen, was du ihm geschrieben hast oder sie, ne? Je nachdem, ob du einen Junge oder ein Mädel blockst, weil es können ja auch Mädels sein. Und wenn du also Screenshot gemacht, User blockierst, dann schreibst du einen der Mods an bei uns auf dem Server und schickst dem die Screenshots, sagst dem Bescheid, was da vorgefallen ist. Und dann wird derjenige oder diejenige natürlich auch auf dem Server blockiert, sodass er auch nicht mehr in Räumen irgendwas schreiben kann. Upsala. Und vom Server runtergeschmissen, ist ja klar, ne? Also unbedingt Screenshot machen. Du blockierst ihn. Und warum sehe ich das nicht hier? Du blockierst ihn und hoch. Und dann blockieren wir ihn auf dem Server auch.
Jetzt hast du natürlich auch, wie gesagt, wenn sowas per WhatsApp ist oder Instagram, wie gesagt, ich kriege solche Nachrichten auch, ne? Auf Facebook ist auch so ganz fürchterlich. Also wirklich, ich weiß nicht, was da für Vollidioten rumlaufen. Sorry, aber ist wirklich so. Also manchmal fragst du dich echt, ob bei denen noch alles ganz knusprig in der Birne ist. Und ich blockiere solche Leute dann einfach. Also ich mache da gar nicht lange rum. Blockieren, Ende der Geschichte. Du kannst bei Facebook oder Instagram solche Leute aber auch bitte melden. Das mache ich zum Beispiel auch. Nicht, weil ich dann obala, denke, oh Gott, das ist für mich ja total schrecklich. Ich meine, ich bin über 40. Für mich ist das jetzt nicht so... Ich bin so lange im Internet und ich weiß, was da für Idioten rumlaufen. Ich bin da jetzt dann nicht so mega schockiert. Aber ich möchte ja andere schützen. Weil ich finde das unmöglich. Sowas macht man einfach nicht. Und ich will auch nicht irgendwelche... keine Ahnung, Penisbilder sehen, wenn ich Instagram aufmache. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Ich brauche das nicht. Und solche Leute müssen einfach sofort blockiert und gemeldet werden, damit sich dann Instagram oder Facebook oder Twitter oder Snapchat oder darum kümmern kann, dass solche Leute gegebenenfalls blockiert werden können. Vergiss niemals, die Leute auch direkt zu blockieren. Sollte es irgendwie vorgekommen sein, dass der an deine Adresse oder Handynummer oder sonst was gekommen ist, sag unbedingt jemandem Bescheid. Sprich mit deinen Eltern darüber. Auch wenn das vielleicht mega die peinliche Show ist, ne? Also ist ja nun schon peinlich, ist das trotzdem wichtig. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Gib niemals, never, nie, nie, niemals deine Telefonnummer an jemanden raus, wo du nicht hundertprozentig sicher bist, dass es auch derjenige ist, den er vorgibt oder sie vorgibt zu sein. Denn natürlich sind es nicht nur irgendwelche Männer, die dann zugeben, dass es Männer sind. Es gibt zum Beispiel im Internet Männer, die tun so, als wären sie Mädchen in deinem Alter und die freunden sich dann mit dir an. Oder Jungs in deinem Alter und freunden sich dann mit dir an. Und du hast mit dem vielleicht oder mit ihr vielleicht schon ewig hin und her geschrieben, bis du dann denkst, ach ja Mensch, und die kenne ich ja oder den kenne ich ja, dem kann ich ja meine Handynummer geben oder der kann ich meine Handynummer geben. Und dann auf einmal ruft dich irgendjemand an, irgendein alter Knacker, ja, der eigentlich nur irgendwelche Nacktbilder oder so von dir haben will. Solche Leute sind manchmal so gerissen und so klug und die verstellen sich so gut, dass man das wirklich nicht merkt. Deswegen finde ich solche Programme wie Discord zum Beispiel echt gut, weil du da die Möglichkeit hast, mit jemandem zu schreiben und auch zu reden und zu sprechen und zu telefonieren, ohne dass du deine Telefonnummer rausgeben musst. Deswegen... Obala, oh, neue Bestleistung. Echt, ist ja cool. Deswegen finde ich das ganz gut, weil wenn, weißt du, jemand beim Schreiben kann sich natürlich verstellen, ist ja klar, ne? Ist ja nur nicht so schwierig. Ich kann ja auch so tun, als ob ich Donald Trump bin oder Katy Perry oder so, ne? Also, nee, mein Englisch ist zu schlecht, aber du weißt schon, was ich meine. Aber wenn jemand dann mit mir telefoniert, wird er ganz schnell merken, dass ich eben nicht, keine Ahnung, Ariana Grande bin oder so. Das kommt dann schon schnell raus. Deswegen gebe ich zum Beispiel meine Handynummer auch eigentlich an niemanden raus. Also aus ganz Star Stable haben zwei Leute meine Handynummer und das war's, ne? Weil ich denke, das ist auch unnötig. Wenn man jemanden erreichen will, dann kann man das über Discord oder meinetwegen auch über Skype, wenn du Discord nicht nutzen willst, oder über Instagram oder machen. Das muss ja nicht unbedingt. So,
Das muss ja nicht unbedingt die Handynummer sein. Man muss ja nicht WhatsApp dafür nutzen. Es gibt andere Programme auch, die man nutzen kann und die viel sicherer sind. Und ich weiß, dass eure Eltern euch wahrscheinlich schon 100-mal gesagt haben, gebt eure Telefonnummer nicht weiter, gebt eure Adressen nicht weiter. Und viele Eltern haben auch sehr, sehr viel Angst, dass den Kindern genau sowas passiert. Deswegen möchte ich auch, solltest du das Video bis hier geguckt haben, wäre es cool, möchte ich auch gerne, wenn ihr solche Leute habt oder erlebt habt auf Discord oder meinetwegen auch auf Instagram oder, dann schreibt doch bitte den Namen mir auf Discord privat. Ich würde dann schauen, dass wir eine Liste anfertigen, sozusagen eine kleine Warenliste, ja, wo man dann einfach guckt und sagt, hier, pass auf, bei dem muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, bei der muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Es geht mir hier tatsächlich nicht darum, wenn irgendjemand gemein oder fies gewesen ist, sondern wirklich rein um diese sexuellen Inhalte, weil das einfach strafbar und verboten ist und weil man da einfach, denke ich, gerade im Internet besonders gut aufpassen muss. Deswegen bitte gebt mir Bescheid, ich versuche euch da zu helfen, so gut es eben geht, und ich hoffe, dass dir sowas noch nicht passiert ist und dass dir sowas auch nie passiert. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende und sag bis morgen. Tschüssi, deine Damakasch.